Hallo zusammen! Manche von euch wissen es sicherlich, und zwar hatte ich neulich mein erstes Date. Und naja, was soll ich sagen, ich bin nun schon eine ganze Weile mit ihr zusammen. Aber ich muss euch leider gestehen, dass ich glaube, dass die ganze Sache ein bisschen überstürzt war. Ich meine, ist euch eigentlich aufgefallen, dass meine Freundin einen leichten Frauenbart hat? Oh Schatz, küss mich! Nun fragt ihr euch sicherlich, warum ich nicht einfach Schluss mache. Naja, ich habe den starken Verdacht, dass meine Freundin viel stärker ist als ich. Oh, hat er wieder seine Sachen hier rumlegen lassen? Ah, wo tue ich die bloß hin? Seht ihr, was ich meine? Ich möchte natürlich nicht verprügelt werden, wenn ich mit ihr Schluss mache. Ich musste mir also überlegen, wie ich sie loswerde. Als erstes habe ich einfach versucht, sie links liegen zu lassen. Vielleicht läuft sie mir ja dann von alleine weg. Schatz, passt das zu meinem Outfit? Hallo, ich rede mit dir. Jetzt antworte mir, verdammt! Wow, das funktioniert ja echt gut. Oh Schatz, du bist so sexy, wenn du mich ignorierst. F*** mich. Verdammt. Okay, scheißegal. Meine nächste Idee geht zwar ein bisschen unter die Gürtellinie, aber ich meine, was soll ich machen? Ich will sie nur mal loswerden. Oh, André. Oh. Schatz, kennst du eigentlich schon... Gehst du mir gerade fremd? Oh nein, Schatz. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bitte verlass mich nicht. Wow, hört ihr sich das nicht überzeugend an? Ach so, okay, ich dachte schon, du betrügst mich. Naja, okay, tschüss. Fuck! Ich wollte zwar nicht zu diesem Mittel greifen, aber sie lässt mir scheinbar keine andere Wahl. Wenn ich sie nicht loswerde, bin ich am Ende noch für immer und ewig mit ihr zusammen. Für immer und ewig. Ich muss sie wohl oder übel umbringen. Alter, verpiss dich mal. Das ist so aufmerksam von ihm. Oh, es hat geklingelt. Oh, hallo. Hallo, ich komme aus dem Kindergarten, aus der Piratengruppe. Ich verkaufe Kekse. Oh, kaufen tue ich keine Kekse, aber ich habe auch einen Keks. Lass doch tauschen. Okay. Danke. Oh, lecker. Dankeschön. Ach, scheiß drauf. Ich werde dir einfach sagen, dass ich nicht mehr mit dir zusammen sein will. Auch wenn sie mich vielleicht verprügelt. Betet für mich, Freunde. Schatz, ich muss mal mit dir reden. Und zwar geht's darum, dass... Stopp, bevor du irgendwas sagst. Ich muss auch mit dir reden. Ich mach Schluss. Okay. Das tat nun doch ein bisschen weh. So, das war's jetzt mit dem Video. Wie immer will ich jetzt wieder wissen, ob ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt habt. Wurdet ihr schon mal verlassen? Oder habt ihr sogar schon mal wen verlassen? Ihr Heartbreakers? Wenn es euch nicht zu peinlich ist, dann schreibt es unten in die Kommentare. Das Internet ist ja bekanntlich anonym. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr es kacke fandet, Daumen runter, wie immer. Wir freuen uns über jeden, der uns abonniert. Vielleicht ist ja meine neue Freundin unter euch. Oder mein neuer Freund. Ciao.